Ja, einen Lebenssammler können wir hier zentral hinbauen. Ein Holzfäller. Hier irgendwo hin. Und ja, das Gebiet ist wieder recht groß. Wir kennen die beiden Indianerstämme noch nicht. Wahrscheinlich werden sie uns beide friedlich gesonnen sein. Wenn du Träger bist, dann kannst du auch gleich mal hier arbeiten. Was ich mich gerade frage. Kinder, ah, Bjarni ist dabei. So, wir haben nur Bauarbeiter und Träger. Das heißt, Gammelbart wird unser erster Farmer. Und wir bauen als nächstes hier zentral ein Jägerzelt. Und ein Holzfällerzelt. Fischer können wir uns gleich abschminken. Also ich mache mir jetzt da keine Mühe. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine ordentliche Bierproduktion. Und da müssen wir auch mal gucken, was brauchen wir wieder für unser Dreifamilienhaus. Ah ja, Lebenssammler, Werkzeugschreiner. Das heißt, wir bauen auch gleich mal das Lehmarbeiterzelt hier zentral. Ja. Und ja, unser Kundschafter wird viel zu erkunden haben, wie man sieht, weil die Map ist wirklich recht groß. So, Jägerzelt ist fertiggestellt. Das heißt, Sturla wird mal unser neuer Jäger. Du isst hier schön weiter fleißig. Bjarni ist erwachsen. Das heißt, ich mach dich gleich mal zum zweiten Farmer. Du hast den Farmerberuf erfunden. Das heißt, wir können schon mal eine Mühle aufstellen. Und einen Brunnen. Okay, das Wasser zählt leider nicht als Wasser. Das Wasser zählt als Wasser. Sturla sammelt fleißig Essen. Ja. Ja, während Ari. Der Ari. Ari. Die Gegend erkundet.
So, da kommt hier unser Brunnen hin. Und dann hier unsere Bäckerei. Ja, will. Wir müssen eh warten, bis wir hier Weizen kriegen. Ja, will. Wie viele Bauarbeiter haben wir jetzt noch? 3. Ja, 2 davon werden wir dann brauchen. Und wie gesagt, ich lasse mich gar nicht mehr auf die Obstbäume ein. Wir gehen straight forward auf die Mühle. Und wenn uns ein Bäcker nicht reicht, ist hier oben noch genug Platz für einen zweiten Bäcker. Und dann kommen hier nämlich 2, 3 Familienhäuser hin. Einen für meine Farmer und den Müller. Wie viele Frauen haben wir eigentlich? 3. Hm. So, erst wenn die Mühle steht, werden wir die Leute umswitchen, also die Bauarbeiter. Also hier geht der Fluss sehr weit nach oben. Was schade ist, in dem Teil, der Kundschafter ist nicht in der Lage, Schafe zu treiben. Muss ja, glaube ich, nur noch die Mühle gebaut werden, ja. Und ja, ich habe wie immer vor, Bjarni nachher zum Bäcker zu machen. Wenigstens hat der Mississippi genug Landfläche. Also Grünfläche. Auch wenn wir natürlich für den Bauernhof nicht so viel brauchen. Und ja, hier ist kein einziger Fisch drin. Aber dafür liegt hier jede Menge Holz herum. Hier könnten wir unser Eisenerz abbauen. Hier unten könnten wir jedoch auch Eisenerz und Stein abbauen. Auf jeden Fall liegt noch viel Arbeit vor uns, weil wir müssen erstmal viel Umland erkunden, dass wir wissen, wo was liegt. Also wo unsere Ressourcen sind, wo wir unsere Ressourcen herbekommen. Na gut, Holz ist hier unten okay. Baut mir noch den Brunnen. Dahin.
Oh ne, selbst der Weiher hat keine Fische. Also können wir Angeln hier komplett vergessen. Also jetzt aber auch nicht als so kritisch ansehe. Ja, auf die Insel, da kommen wir leider nicht. Und wir haben auch noch kein bisschen Weizen. Ah, dafür haben wir die ersten Indianer entdeckt. Die Langnasen. Stinkender Dachs. Friede und Freundschaft. Hau, stinkender Dachs, Häuptling der Langnasen, möchte die Bartgesichter warnen. Ihr befindet euch in den heiligen Gargrün der Langnasen. Nur uns hat der große Manitou erlaubt, die Bisons zu jagen. Wagt ihr es auch nur ein Tier zu töten und Manitous Rache wird euch ereilen. Gut. Die Langnasen sind uns freundlich. Sie nehmen Bierbögen und Lederrüstung entgegen. Ich nehme also mal an, hier sind die einen und irgendwo da oben werden die anderen sein. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich hauptsächlich hier verteidigen. Weil das ist etwas, was ich noch weiß aus der Mission. Wenn wir mit einem anfangen, Handel zu betreiben, dann ist der andere stinkig auf uns. So, der Brunnen ist fertig. Das heißt, wir können Hafgrim zum Holzfäller machen. Und nein, Sven wird unser Lebenssammler. Gut. Und dann hoffen wir, dass bald mal ein bisschen Weizen reinkommt. So, die haben schon mal einen Wegweiser. Oh nein, wir werden auf jeden Fall nicht ihre Bisons jagen. Es reicht nämlich, dass der Jäger das jagt, was es hier zu jagen gibt. Wehende Feder, hüpfendes Herz. Die sagt, was sie denkt. Wackelnder Po. Oh, die kriegen jetzt auch Babys. Die alle Tiere liebt. Morgentau. Bankender Luchs. Roter Mond, vom Blitz getroffen. Aua. Oh, Nahrung. Iss dich erstmal voll und dann kannst du pennen gehen. Und jawohl, das erste Weizen wird produziert. Wenn wir so 10 Weizen haben, werde ich die Mühle anschmeißen. So, aber Stoller ist hungrig, da soll was essen gehen.
Aber ich werde jetzt hier speichern. Binland überschreiben. Und dann gibt es erst einmal einen Cut. Also, bis gleich.